aus unserer Serie DWS. Dagi war shoppen, geht's heute weiter. Dagi war groß shoppen. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt auf Dagi Sartorwald. Hier ist mal wieder euer Dagi und Dagi macht mal wieder eine neue Runde DWS. Also Dagi war shoppen. Ja, ich musste noch mal ein bisschen zuschlagen. Da kommen wir so zu einigen. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen mehr. Aber dann fangen wir erstmal an. Dann wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt. Hier ist erstmal, den habe ich den ausgepackt schon mal. Also, diese Kartonpackerei habe ich immer keinen Bock drauf. Das ist ein Hammer Dual USB Card Changer. Den brauche ich immer auf der Arbeit, weil man doch mal mehrere Geräte. Den werden wir demnächst mal testen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Paket. Das habe ich echt noch nicht aufgemacht. Aber das geht ja schnell. Ja, für... da ist er ja. Und zwar ist das Ding... Das Ding ist nicht. Den können wir euch mal aufmachen. Der kommt sowieso demnächst dran. Und zwar habe ich ja noch eine USB-Karte drin. Den Rechner habt ihr ja noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht zugekommen. Hier haben wir nochmal ein gesleeftes SATA auf Monix-Kabel. Dafür hatte ich ja letztens diese Dings. Und da das ein bisschen schön aussehen, habe ich mir das nochmal besorgt. Gucken wir auch mal zur Seite. Und dann hat Dagi das Geschenk gekriegt. Ja, ich habe einen JBL Bluetooth-Lautsprecher abgestaubt, weil ich jemandem weitergeholfen habe. Nochmal danke dafür. Na? Dafür habe ich den geschenkt bekommen. Finde ich eine tolle Sache. Den will ich natürlich mit euch auch testen. Der soll hier irgendwie hin. Das Ding soll irgendwie an die Wand gehängt werden oder so. Und dann fürs nächste Projekt RGB. Ja, hier haben wir den Hui 2 RGB Lighting Controller. Das ist eines, die zweite Generation. Na, den kriegt ihr demnächst auch zu sehen. Hier kann man mal so. Packe ich jetzt aber nicht aus, weil der bleibt noch verschlossen, bis er dann gebraucht wird. Ja, ist heute etwas mehr geworden. Tja, wie war das? Den einen Asus habt ihr ja schon gesehen, dass ich hier zwei Monitore habe. Aber das hat mir noch nicht so wirklich gefallen. Weil die so unterschiedlich sind. Auch so vom Sieg fand ich jetzt nicht so schön. Und wir brauchen hier oben, ja, der Gamescard kommt ja auch immer gelegentlich, nochmal einen großen Monitor, damit er noch zocken kann. Na, wenn der, morgen kommt das Board, ist bald wieder unterwegs, dann können wir bald anfangen damit zu bauen. Ja, ich finde euch natürlich voll spannend. Aber den packen wir zusammen aus. Und zwar habe ich aus dem Wehrhaus nochmal einen G-Master G2730 HSU abgestaubt. Ich glaube 170 Euro, die kosten sonst wesentlich mehr. Ich habe schon mal oben reingeguckt, jetzt ist er bald. Den möchte ich heute mit euch heute mal kurz auspacken. Ich hoffe, ich mache jetzt einfach ein bisschen Platz, dass wir den hier hinstellen können. Und das gesamte Setup kriegt ihr dann mal mit zwei Monitoren zu sehen in einem extra Video. Weil das wäre jetzt, der würde den Rahmen sprengen. Gut, ich bereite mal das vor und dann sehen wir uns gleich beim Monitor auspacken. Bis gleich. So, ich habe den ja schon mal einen gezeigt, ein Video, was eigentlich sehr erfolgreich war. Aber wir nehmen den mal raus. Kommt der Ständer. Der war eigentlich relativ schnell zu bauen. Das ist hier nochmal zum Einklinken des Ganzen. Auf der Seite. Hoffentlich hat es alles da. Eigentlich, sieht gut aus. Wie gesagt, der war schon mal. Hier ist das Netzteil. Oh, sag, ich schmeiß nicht alles runter. HDMI-Kabel ist auch dabei, das ist immer bei den Monitoren ganz gut. Die Linux-Leitung ist da und ich stelle mal runter, weil ich hoffe, dass das C ist heile. Dann sind sie nicht zuschütteln. So, dann setzen wir den mal zusammen. Ist bei dem Gerät echt absolut mega einfach. Na? Jetzt auch noch mal ein Schräubchen. Nicht verlosen. Geht. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Was? Schon? Wieso
so da noch eine Schraube bei? Ist das mir jetzt echt schleierhaft? Also das sind nämlich noch eine gewesen. Ich nehme mir mal ein. Das war der verkehrt. Da kriege ich. Haben wir den richtigen. So. So, dann gleich mal. Mache ich schnell den Fuß dran. Hier nochmal zu den Anschlüssen. Strom, Lautsprecher hat er auch drin. Ein Displayport, ein HDMI und der hat nochmal zweimal USB. Finde ich bei diesen Dingern ganz praktisch, so einen kleinen Hub da hinten dran zu haben. So, dann gucken wir mal den Fuß an. Die Monitoren, die laufen auf 75 Hertz und der andere macht nur 60. So, schnell mal ein gutes Stück hin und schon ist er einsatzbereit. Höhenverstellbar ist der hier nicht, muss er auch nicht. Na? Und ich mache den mal kurz sauber. So. So ein richtiges Unboxing wollte ich ja nicht machen. Ihr solltet euch den mal kurz angucken. Der kommt hier als zweites Gerät. Das komplette Setup mit dem Zusammenbau findet ihr dann im zweiten Video. Und könnt ihr den wenigstens mal sehen. Ja, ich stelle mal die Kamera wieder um. Und dann gibt es auch einen zweiten Teil von beiden Monitoren mit kurz Zusammenbau und beide dann hinstellen und uns das Ganze nochmal angucken, vielleicht eine kurze Einrichtung mit der Inf zusammen. Ja, das war es mal wieder mit Darkiver Shop. Mir war diesen Monat ein teurer Monat. Aber manchmal geht es nicht anders. Bleibt einem dann auch nichts anderes übrig. Ich packe euch den wieder in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe jetzt von dem Jahr mal zwei Stück. Ich kann ihn nur echt empfehlen. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Wäre schön, wenn ihr die Affairs-Links benutzt oder wer ganz übertreiben will, kann natürlich auch den Kanal supporten, indem er eine kleine PayPal-Spende da ist. Darüber freuen wir uns, weil wir auch noch ein großes Projekt starten wollen. Ja, ich kann mich an dieser Stelle hier nur noch von euch verabschieden. Das war Darkiver Shoppen. Damit ihr auch mal sehen, was ich sonst so treibe. Nächste Video ist auch schon am Start. Ne? Wir haben noch viel am Start. Also keine Angst, mir geht der Stoff nicht aus. Ich bin Techniker. Und da kommt noch das eine oder andere. Da gibt es ja noch einen Ryzen 3 und weiß der Kuh was. Also Darkiver Shoppen wird auch nicht aussteigen. Aber es ist immer schön, vielleicht seht ihr dann auch mal, was ich so mache. Wie gesagt, dann an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Nächste Video ist auch schon am Start. Und ich danke euch fürs Zuschauen und fleißig immer den Abo-Knopf drücken und den Daumen in nördliche Richtung bewegen. Und schreibt es doch in die Kommentare, was ihr davon haltet oder. Wie gesagt, alles weitere in der Videobeschreibung. Fällt mir noch was ein, habe ich vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ich hoffe. Das war's von mir. Ich check jetzt aus, müsst ihr zwangsweise auch tun. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und bis zum nächsten Video. Hardware, Software-Check, keine Ahnung. Software-Check weiß ich auch nicht machen, müssen wir auch mal demnächst machen. Aber ich hoffe, ich zähle auf euch bestimmt wieder zum nächsten. Macht's gut. Schöne Woche noch. Hardware-Check. We'll be right back.